Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal bin ich in Bahrain gefahren, denn es geht wieder los mit den Preseason-Tests in der IRC. Ich war am S. Martin, die Ligen werde ich noch eingeteilt natürlich. Und wie es Rennen war, seht ihr nach dem Intro. Vollgas rein da. Zweiter Ortlieb. Ja, ein Zehntel da. Bitte geh aus dem Weg. Ey! Junge! Er hat mir mein ganzes Leben gekostet! Ach, Digga. Sind da schon noch drin? Ich wurde halt completely geblockt. Ne. Mein Ton ist weg. Nee, jetzt, oder? Zu 100%, ich schaffe keine Runde mehr. Ja, eine Minute fünf, wirklich, nein. Das ist wirklich bodenlos. Wirklich. Nach oben. Okay. Ging mir besser. So, let's go. Erstes Liegerennen bzw. Testrennen. Rein da. So, los geht's mit dem Rennen. Und wir bekommen einen sehr, sehr guten Start. Zumindest gegen Visi. Dem seine KI ist nämlich gefahren. Weil er rausgeflogen ist. Und wir haben ein ganz kleines bisschen gedrückt. Sind jetzt hier auf neben Tom. Oh mein Gott, Brandleg. Und wir sind jetzt auch vorbei an Tom. Müssen aber trotzdem verteidigen. Mit dem ERS, was wir haben. Ich verteidige innen, Tom ist außen, aber es wird knapp für ihn, er ist immer noch außen. Aber jetzt bin ich vorbei und ja, Sven konnte erstmal dadurch profitieren und ein bisschen wegziehen. Sven hat auch die schnellste Runde, saubere Runde, ja klar. Habe ich in jeder Runde auch, glaube ich, gefahren. Und Tom geht hier links wieder vorbei. Leider, und da verbremse ich mich, gehe außen auf den Curb und jetzt werde ich einfach abgeräumt. Stark. Ja, hab Zahni da nicht gesehen. Und ja, ich kann jetzt bestätigen, also es sieht nicht so aus, als wäre es meine Schuld. Wirklich nicht. Und es war Max Primetime. So, und jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal auf P10. Sehr, sehr unlucky im ersten Testrennen. Es ist zwar nur ein Testrennen, aber man will trotzdem vorne mit dabei sein. Melody greift da auch gleich an. Ich habe gedacht, da fliege ich gleich den nächsten Platz. Konnte hier aber noch verteidigen gegen den Mercedes, während hier jetzt irgendwer ganz weit fährt. Borchardt. Und da vorne geht es auch ab mit den Fights. Aber wie gesagt, das Ergebnis hier von dem Rennen hat nur Einfluss darauf, in welche Liga ich dann komme. Und Melody greift hier außen auch nochmal an. Hat es aber nicht geschafft. Hat er auch noch Übersteuern bekommen und jetzt bin ich hinter Kuss am Kev. Da ist die Skeptik gerade vorbeigedrängt und da bin ich richtig nah dran am Heck. Pace war ja da, im Quali war ich Vierter, ich wäre vielleicht sogar Dritter oder Zweiter gewesen, wäre der Bug nicht da gewesen mit der Audio. Und ja, Sven fährt gleich nochmal die schnellste Runde, der war gefühlt unschlagbar, nicht so. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Und jetzt bin ich da auf jeden Fall kurz an Kev vorbeigegangen und an Skeptik gehen wir jetzt vielleicht auch gleich vorbei. Ich bin hier innen, greif an
und bin jetzt hier fast ein bisschen vorsichtig auf dem Gas. Da habe ich mehr Grip wie gedacht. Muss aber jetzt all mein RS rausdrücken, weil die Jungs hatten teilweise einen Topspeed. Das war nicht zu glauben. Ja, und Skeptik kann auf jeden Fall nicht nochmal angreifen. Dafür habe ich 10% RS oder so verbraucht. Jetzt bin ich auch sehr, sehr nah an meinem Teammate dran. Mit dem ich auch ja ein bisschen gefightet habe, würde ich sagen. Tyranny ist dann jetzt hier gerade auch ausgeschieden. Hier wollte ich mich innen zeigen, aber er hat einfach zugemacht. Und ja, lief aber natürlich alles fair ab. Und Sven Hartmann ist jetzt an Smoker vorbei. Natürlich hatte ich mit Sven Hartmann keine Absprache, weil nur ein Testrennen. Es ist nicht mein fester Teammate und Smoker stark. Fliegt hier von der Strecke weg. Somit gelbe Flagge, aber kein Safety Car. Und jetzt sieht man, boah, dass ich wieder Rear-Looking habe und sehr, sehr nah an Sven Hartmann dran bin, der jetzt nach links geht. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er mich da auch endlich vorbeilassen. Und da gehe ich jetzt natürlich locker vorbei. Thanks, Mate. Er wird mich eh wieder auf der Geraden überholen. Hat tatsächlich nicht, sei denn, ich komme weit genug weg, aber... Denn das ist passiert. Nee. Er wird mich nicht überholen. Und hier in Runde 6 bin ich gefahren wie ein Besoffener, wollte ich nur mal drauf haben, dass der Curb da einen Hilfe gefangen hält. Du kannst da nicht mehr. Melody hat jetzt schon 6 Sekunden. Stark. Safety Car. Und ja, jetzt war mein Plan natürlich auf die Harten zu gehen, wollte eigentlich eine Medium Soft durchziehen, aber mit den Softs kannst du jetzt ja noch nicht durchfahren. Na, man. Wirf die Harten. Und ja, die Einfahrt war jetzt nicht wirklich gut. Sehr langsam reingefahren, dann noch kurz aufgehalten von dem Red Bull. Optimal wenigstens eingebogen, ist er nicht zu verfehlen. Und ja, das Rauslassen war auch ganz gut. Und hier sind wir schon beim Restart. Alle vier hier aufgereiht und der Führende gibt jetzt Gas. Ich habe so ein bisschen verfehlt, verschlafen. Komplett verpennt. Aber Scab, die kennt er mir auch. Außerdem kann ich mich zum Dreikampf hier raushalten. Ich hab schon gesagt, hier fighten alle gefühlt. Und jetzt bin ich erstmal immer noch hinter Zani, konnte ich nicht draus profitieren. Komm. Komm, Junge! Das war jetzt schon einiges später und ich verbremse mich auf dem Curb, weil Zani einfach wieder nach links zieht. Meiner Meinung nach ein bisschen moving under braking, aber nicht schlimm, nichts passiert. Und Zani versucht jetzt hier innen gegen Max Primetime vorbeizugehen. Okay. Das kostet den natürlich extrem viel Zeit und ich kann da vielleicht ja auch ein Wörtchen mitreden. Wer weiß, immer noch Rad an Rad. Max Primetime kann sich immer noch durchsetzen. Kommt, der bei Zani auf jeden Fall aufhält. Keine Zeit verlieren. Was sage ich schon, keine Zeit verlieren? Obwohl das hier eh schon so viel Zeit kostet. Anschluss nach vorne komplett verloren, würde ich sagen. Und in Runde 17, also Ende Runde 17, bin ich endlich mal in der Position anzugreifen. Und das wird vielleicht ein 3-Ride, aber Max Primetime macht da innen komplett zu. An Zani sind wir vorbei, aber ich gehe hier trotzdem innen rein an Max Primetime. Ich habe gar nicht gedacht, dass er da die Tür offen lässt. Kleine Rad an Rad Berührung, ist noch alles gut gegangen und ich bin erstmal nur an Zani vorbei, gegen den ich mich jetzt auch mit dem ERS verteidigen muss. Das geht aber fit, denn da kommt er erstmal nicht vorbei. Und jetzt hier in dieser scharfen Linkskurve da haben wir einen sehr guten Exit bekommen. Bei der Kurve danach und gehen jetzt mit dem ERS vorbei. Ich hatte zwar Angst, dass er mich dann wieder zurück angreift auf der Geraden, ging aber alles fit, denn ich war 10-mal schneller und war direkt weg. In Runde 25 war ich direkt an Tom dran. Auf den habe ich dann so 3 Sekunden aufgeholt, der hatte natürlich die alten Mediums. Und man merkt den Grip-Unterschied wirklich krass. Hier auf der Geraden habe ich das DRS nicht dauerhaft angemacht, weil ich wollte auf der langen Geraden überholen. Nicht hier schon, weil Tom hat ja auch einen guten Topspeed. Und hier heißt es natürlich, jetzt dranbleiben, den Overtake vorbereiten. Hatte ich sowieso schon eine Runde vorher vorbereitet. Ja, 50%. Exit treffen und dann kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. Denn ich wollte jetzt auf dieser Geraden genau in dieser Runde überholen. Perfektioniert, Junge. Die Kurve war zwar nicht perfektioniert, aber scheiß drauf. Mit dem DRS und dem ERS
geht's hier innen vorbei. Nichts Besonderes, Tom einfach safe gemacht. Tom kann da auch nicht zurück angreifen, während es aber ein Safety Car Nein. gibt. Hat natürlich alles ein bisschen kaputt gemacht. Das hat schon wieder alles ruiniert. Da sage ich es auch und ich bin Sven einfach gefolgt mit derselben Strategie auf die Softs. Hoffentlich gehen viele rein. Ich wollte zwar erst auf den harten bleiben, aber es war mir doch ein bisschen zu riskant dann. Nur Max Primetime und Sven Hartmann waren dann am Schluss draußen. Hier auch wieder alles optimal gelaufen. Und hier sind wir wieder beim Restart. Sven Hartmann, mein Teammate vor mir. Ich hab's gewusst, dass er früh Gas geben wird. Problem ist, man darf hier halt noch nicht überholen. Da war auf jeden Fall schon der Restart und jetzt passt mal gleich auf den Vorteil von den Softs. Es ist so insane. Du merkst den Vorteil so viel mehr wie im letzten Game. Also hier sieht man noch nichts Besonderes. Ich gehe hier innen an Sven Hartmann vorbei. Das klappt auch, während vorne Sven und Max Primetime fighten. Ja, habe ich dann auch zugemacht. Beziehungsweise ich bin gleich nach außen gezogen bei Sven Hartmann. Und jetzt, ich bin hier noch so weit weg bei Max Primetime. Und jetzt bremse ich hier an und komme so nah dran, dass ich hier ihm fast schon drauf war. Und hier kann ich auch schon überholen. Ich drücke das ERS, kleine Berührung. Ich gehe da sehr weit nach innen. Erster, schnellster Sektor auch. Und hier immer noch Rad an Rad. Ich habe aber natürlich den Grip. Ich bremse hier sehr spät an, während Tom da jetzt bei Max Primetime auch mit reingeht. Und da sind wir auf jeden Fall auch schon vorbei. Und jetzt letzte Runde. Das wird auf jeden Fall nichts mehr. Das ist schon Ende letzter Runde. Da sind wir an Sven dann dran. Noch mal schnell zur Runde. Eine Runde mehr, vielleicht hätte es dann noch geklappt, ihn zu überholen. Let's go! Die schnellste Runde gehört mir. Aber ja, ein sehr gutes Ergebnis. GG's. Ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis. Schnellste Runde, zweiter Platz. Und ja, das nachdem ich würde sagen, nachdem ich gespinnt wurde und dann auf P10 war. Also sehr erfolgreich. Game macht sehr viel Bock. Und ja, das macht doch einen Hyped auf die neue Season. Und ansonsten, habt noch einen schönen Tag. Haut rein und gönnt euch noch das Podiumsinterview. Dann gehen wir auch zu Platz 2, Bright Gamer. Ich weiß nicht, was am Start passiert ist. Ich bin selbst rausgeflogen erst, aber du warst weit hinten, habe ich nur gesehen. Ja, ich Thema. Weiß auch nicht wirklich, was passiert ist. Also auf jeden Fall, ich war hinter irgendwem. Ich habe mich hart verbremst. Ah, okay. So war ich hinter Tom. Dann habe ich viel zu spät gebremst, bin auf den Curb. Und dann wollte ich rechts wieder zur Kurve, habe dazu gemacht und zack, war ich auf einmal weg, weil irgendwer neben mir war. Weiß nicht, ob es meine Schuld war. Auf jeden Fall, Quali war auch unlucky. Da war der Ton weg, da musste ich das Game restarten und es hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Und ja, ansonsten, Sven, der war unaufholbar. Obwohl, wäre vielleicht noch eine Runde gekommen mit DRS. Vielleicht hätte ich angreifen können, aber ich glaube, das wäre nichts mehr geworden. Ja, aber trotzdem gut zurückgekommen. Muss es ja durchkämpfen an Tom, Zani und auch Max Primetime, die einen guten Train hatten am Anfang. Ja. Aber du hattest auch riesen ERS-Vorteil, habe ich gesehen. Also, wo du hinter, ich glaube, Max Primetime und Zani warst und einmal vorbei warst, warst du halt direkt weg, ne? Ja, auf jeden Fall, auch dir geht's jetzt.